Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Super Mario 63. Ja, es ist ein Flash-Game und ein kleiner Mix aus Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und Super Mario Galaxy. Jo, das ist nicht von Nintendo erstellt worden, sondern von Fans. Okay, und das Intro. Mario should be arriving any minute, bla bla bla. So. Sehr schöne Animation, muss ich sagen. Jo. So, die Texturen sind aus Yoshi's Island, wie man sieht. Und das ganze Game hat natürlich auch eine Story. Und wieso das aus allem etwas hat, werdet ihr gleich sehen. So, ist leider auf Englisch, gibt's ja natürlich nicht auf Deutsch. Und jo. Die Steuerung, okay. Also ich muss sagen, es ist blind. Und ja, ich hab's damals, so 2 Jahre her oder so, mal kurz angezockt. Und ja, habe ich gedacht, mach ich ein Let's Play draus. Okay, lesen wir mal das Schild hier. Bob Orms tries been attacking it by pressing X. Okay, ich mache hier so eine Propellerattacke. So eine Drehattacke, wenn ich X drücke. So. Die Stampfattacke führen wir aus, indem wir nach oben drücken, also springen und dann Z drücken. So. Leben bekommen wir auch nur, wenn wir 5 Münzen einsammeln. Dann kriegen wir einen Lebenspunkt dazu und nicht immer drückt noch für eine Münze einen Lebenspunkt. Das sieht man oben an der Poweranzeige. Es wird dann halt ausgefüllt und ja, der Dreisprung war schon mal zu früh. Yo! Okay, so. Hier haben wir die Düse aus Super Mario Sunshine, den Dreck weg. Ja, das wäre der Teil schon aus Super Mario Sunshine, der hier eingefügt wurde. Sehr schöne Idee. Aber ich könnte auch sagen, ist so ein kleiner Mix aus New Super Mario Bros. noch, dass hier Sternmünzen gibt, wie ihr oben wahrscheinlich schon gesehen habt. Ja. Also es hat eigentlich einen Mix aus sehr vielen bekannten Nintendo Mario Games. So, und da bin ich direkt mal runtergeflogen. Okay. Und ich hoffe, euch gefällt dann auch das Let's Play, das ich hier mache. Ja. So, hopp. Weil ich finde einfach das Game, das ein sehr wunderbares, sehr schönes Flash-Game. Jo. So. Hallo Todd, wie geht's? Hello Mario, how are you? What? What you say? Huh? You mean we are both standing 100s of feet off the ground and on a floating cloud? How did I end up here? Tja. Hat dich der Hersteller wohl da hingestellt? So. Gleich sollten wir auch schon beim Schloss sein. Das ihr ja eben schon im Hintergrund gesehen habt, das sich jetzt unter uns befindet. Und hier kriegt man ebenfalls für 100 Münzen ein Extra-Leben. So. Durch die Röhre. Und ihr hört schon die Musik aus Super Mario Galaxy 1. Bowser. Comic. The airship is loaded and ready for attack, Master Bowser. Bowser. Perfect! Let's face one of my master plan. The invasion. Begin! Okay, der hat sozusagen seine ganze Burg auf seinem Schiff. Das sind die Toads und Peach. Geil, Peach. Hallo. A Toad? I just finished setting up the banners inside the castle. Peach. The cake for Mario is still sitting in my in the fridge. Why, we'll need heat it up for when Mario gets here. A Toad. Mario is still a half an hour away. That should be enough time. Toads on the left. No, that's not it. We are here to celebrate the day Mario defeated Bowser. Another Toad.
But Bowser has been defeated many times already, not just once. Assert Toad. Then it's the very first time Mario squashed Bowser's plan, not one of the many infinite times after. Oh, that's a yeah. Wow, Mario, you surprised me! Toad. Well, that's kind of ironic, since this was supposed to be a surprise party for Mario! Peach sagt, was sagt ihr denn? Mario, you always get there so fast! We weren't exciting you another 30 minutes! Er Toad. What's that noise? Oh mein Gott. Was passiert hier bloß? Bowser's Airship. Let the invasion begin! Okay. Zeig mal ein paar Bullet Bills auf den. Die Burg steht. Ah, die sind ja süß, die Goombas. Fliegen da mit Schirm ab. Yeah. Boom. Wow, Kamek, du gehst ja ab hier. Die, es regnet Bob-Oms, also das ist eine richtige Invasion. Your castle, mine princess! Oh mein Gott, gegrillte Tots. Kamek, get rid of Mario! Also das ist das erste Mal, dass man sieht, wie Peach entführt wird. Das finde ich richtig gut, also muss ich schon sagen. Sonst sieht man immer, Peach ist verschwunden. Peach backt einen Kuchen für Mario, aber ist nicht da. Das zeigen die ja gar nicht richtig. Ja, in Super Mario Galaxy vielleicht, aber nicht wie Peach geklaut wird und so weiter. Kamek, yes, sir. Tja, oh mein Gott, Mario wurde getroffen. Und er schläft ein. Okay. Here it is, the Shine Sprite Orb. With this, I have control of this castle. Kamek, status reports. Master Bowser, the Toads have retreated and Peach has been captured. Mario is lying unconscious outside the castle. He shouldn't wake up for a few hours. The battle has been won. Perfect. Everything's going according to plan. Kamek, destroy it now. Okay, dieses... da wurden also die ganzen Sterne aufbewahrt und... Ja, dieser Bereich, dieser Behälter wurde halt jetzt zerstört. Und die ganzen Sterne fliehen in verschiedenen Level, wenn ich das mal so sagen kann. The Shine Sprite will drift around aimlessly. Eventually they will be lost forever. Then the plan should success. What should we do with Mario? He's bound to interfere. Fear. Forgot about Mario. There's no way he can even get into the castle. The entire castle is now locked up. Right now, I'll start the search for it. Yeah, but... Mario? Mario? Mario, wake up! Yeah. Finally, you're awake! I've been trying to wake up you for 4 hours now. My name is Eddie. I'm a toad. Right after Kamek. Got you. The battle went completely downhill. We were all on blah blah blah. Also ich mache eher ein englisches Let's Play gerade als ein deutsches. Eddie is a fat toad. Almost every toad ran away. I've been dunning the castle. Also the Shine Sprite Orb must be broken, since Mushroom Kingdom is now shrouded in darkness. Oh fuck, Mario. No! Reg dich doch nicht auf, Mario. Das ist ja schon Schein. What is Mario? Mario rennt natürlich direkt hin. Yeah! Wow, a Shine Sprite!
Wait! I see they were all lost forever! Bowser destroyed them all! Or did he? If this one was just sitting there, then that means Bowser didn't destroy them all, but just scared them. That means that there is probably some hope for saving the castle and rescuing Princess Peach. Come on, Mario, let's go! Put the shine sprites in the castle! Yeah! Das hier ist mir noch voll happy. Okay, wir können uns wieder bewegen. Wir sind hier noch draußen vom Schloss. Also hier sieht man schon die Kanone, die schaltet man wahrscheinlich am Ende frei, wenn man alle Sterne hat, wie in Super Mario 64 halt. Hier, this door is locked. Okay, also das hier passt sich auch sehr an Super Mario 64 an. Das ist alles zweidimensional natürlich, wie man sieht. Und ja, ein großer Mix. Okay. It's so dark in here. Oh well, just go right through this door. Right ist doch rechts, also hier rein. Ich brauche 5 Sterne dafür. Ich glaube, wir sollten erstmal nach links gehen. Hier können wir, glaube ich, schon rein. Ne, hier brauchen wir 3 für. Ich spreche ihn nochmal an. Ich kann ihn gerade irgendwie nicht ansprechen. Okay. Vielleicht die obere Tür. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich rein. Up this elevator. Actually, you know what? Take the flying star over there. It's faster. Don't worry. We had it instantly a surprise for the party. That is before Bowser came. Just jump into it and press X to spin around and blast up to the top. Okay. Also das hier ist auch wieder ein Ding aus Super Mario, ein Sprite aus Super Mario Galaxy. Der Sternring. So, jetzt sind wir hier oben und können hier wieder durch. Okay, give me the shine sprite. I'll keep watch over the shine sprite orb as you go retrieve more of the shine sprites. There, whenever you collect a shine sprite, it should automatically place itself here. Now we just need enough to overrule the spells Bowser just placed on the castle. For our next shine sprite, I saw a door on the left side of the main room. Go over there, I'll stay here and make sure Kamek or Bowser doesn't do anything to the shine sprites we have. Okay. Dann speichere ich auch erstmal. So, dann gehe ich mal hier zurück. Und so. Okay. Hier kamen wir her. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann beginnt das Abenteuer erst recht. Okay, bis dahin, Leute. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und bis dahin. Ciao.